In Museen sind Filme ein Mittel, um historische Sachverhalte unterhaltsam und interessant darzustellen. Auch wir zeigen Filme, aber wir tun es sparsam und manchmal zeigen wir sie auch nicht. Warum diese Zurückhaltung? Nun, Filme sind wie alle anderen Kunstgattungen urheberrechtlich geschützt. Nur derjenige darf sie zeigen, der über das Einverständnis der Rechteinhaber verfügt. Filmrechte werden vererbt und schwungvoll gehandelt. Oft erfordert es einen enormen Rechercheaufwand herauszufinden, wer der gegenwärtige Rechteinhaber ist. Ist das endlich ermittelt, türmen sich oft unüberwindliche Hürden für uns auf. Denn einem Rechteinhaber steht es allein zu entscheiden, wer den Film zeigen darf und zu welchen Bedingungen er es tut. Private Inhaber von Filmrechten freuen sich oft darüber, dass wir den Film, den der Großvater gedreht hat, vorführen und so der Vergessenheit entreißen. Aber das ist nicht die Regel. Wenn wir Filmausschnitte in Ausstellungen zeigen wollen, erreichen die geforderten Beträge oft 25 Euro pro Sekunde, versteht sich. Auf diese Weise kommen pro Ausstellung oft einige 10.000 Euro zusammen, weil zu dieser Summe noch die Kosten für die Transporte und Kopien gerechnet werden müssen. Das sind Beträge, die unser Budget schnell sprengen. Manchmal bekommen wir das Einverständnis der Rechteinhaber auch überhaupt nicht. So wollten wir eine Sequenz aus Mel Gibsons Die Passion Christi zeigen, die die Vorstellung widerspiegelt, eigentlich hätten Juden Jesus ermordet. Leider hat uns das die Filmfirma kategorisch untersagt. Gerhard Stahr, ich bin Historiker und Jurist und im Jüdischen Museum für die rechtlichen Belange des Hauses verantwortlich.